Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Let's Play Uncharted 4 A Thief's End. Wir spielen nun Sam. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Handlanger. Wir spielen Sam. Sein Nathans Bruder, wie er aus dem Gefängnis ausbricht. Und ich hoffe, heute kommen wir ein paar Passagen, in denen ich eine Waffe betätigen darf. Hoffe ich doch mal. Alter. Ocupate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Oh. Oh. Diese Kerle sind Sadisten. Ja, krieg ich eine Waffe? Hier. Jawohl. Ja, gib her. Danke. Weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Aber anscheinend vertraut er uns ja. Ich meine, wenn er uns eine Waffe gibt. Okay. Wow. Hier zu schießen. Ah, okay. Das habe ich verstanden. Oh, was ist das? Okay. Ah, endlich eine Ballerei. Es ist verrückt! Boah. Na, komm. Oh, scheiße. Da ist mir die Munition kurzerhand ausgegangen. Na, ah, nee, auch nicht auf die. Aber auf die. Okay. Oh, ich lade mal auf Dingens nach. Boah. Nein. Dankeschön. Kurz in Deckung bleiben. Wir wollen ja nicht sterben. Boah. Headshot. Okay, weiter geht's. Siehst du? Der Plan funktioniert. Ja. Sehe ich. Ein sehr stupider Plan, einfach alles auf den Haufen zu ballern. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Bricht hier jetzt ein Auto rein, oder was? Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Scheiße, bist du okay? Wow. Ja, ja, mir geht's gut. Okay, kein Auto, eine Bombe. Das Kabinett, das ist dein Camino. Okay, weiter. Geh weiter. Boah. Aua. Selber schuld. Munition mitnehmen. Wow. Alter. Boah. Das ging schnell. Oh. Da ist ja gar keine Munition drin. Ja, geh mal weg. Nein, warte, ich will die wieder haben. Danke. Alter, steh mir nicht im Weg rum. Warum sind wir so dreckig? Weiter. Jawohl, weg mit dir. Tja. Voll der Killer, ey. Ne, die will ich nicht. Samuel, Entdeckung. Schon wieder? Okay. Verdammt. Samuel, gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? Ja. Oh, scheiße. Zieh sie an uns dran! Oh.
Eine Granate wäre jetzt nicht schlecht. Oh, geh weg! Boah. Geh doch weg! In den Arsch. In den Sack. Und jetzt, den letzten im Nahkampf. Boom! Ja, was willst du machen, ne? Jawohl, und jetzt habe ich mir deine Waffe gezogen. Das ist das, was ich so liebe, dieses übereinander, ineinandergehende. Mit dem Nahkampf einfach mal seine Waffe direkt geholt. Boah. Ach du Scheiße. Ja, würde ich auch sagen. Oh, das stinkt. Oh nein, ich will aber wieder die haben. Ja, boah, Alter, die hat ganz schön viel Schuss. Okay. Okay. Alter, was? Was zur Hölle macht die? Ja, das wird nichts. Oh. Zerstörbare Deckung. Oh, Alter, Alter. Ah. Okay. Das funktioniert nicht. Oh, oh. Alter. Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, das geht nicht gut aus. Ich sitze in der Falle. Oh nein. Alter, was? Boom. Ach du Scheiße. Boah. Was war denn jetzt? Alter. Das Gefängnis ist einfach komplett in die zerstückelt. Wow. Alter, das hört nicht mehr auf. Es geht immer weiter. Boah, ich rede mega wenig, glaube ich, aber... Oh, nee, da kommen noch mehr welche. Noch mal welche. Wow. Okay, die sind tot. Alter. Aber wie hier auch alles so mega wegfliegt, ist total geil. Oh Gott, schnell. Ah, das sind unsere Leute. Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hm? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Hm. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, hey, hey! Leise! Ganz ruhig! Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang?
6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swept, der Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja, aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh, nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer, Charlie Cutter. Nein, er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch.
Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtiger Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst das klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Okay, endlich geht's los, ey. Boah, musste ich lange den Mund halten. Einmal ein Dieb. Boah, da unten sieht man schon. Da steht da Maybach, Lamborghini, Ferrari, SUVs, Limousinen. Ja, das ist ein ganz schön dickes Anwesen, was einfach mal so eine kleine Stadt ist. Okay. Und Sully kann man doch vertrauen. Ich meine, gut, das weiß er vielleicht nicht, aber wir wissen das. Treuer Freund seit dem ersten Teil. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. Moment mal. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Ist da jemand eifersüchtig? Hier kann man hoch. Aua. Ich wollte eigentlich gucken, ob da Schätze sind, aber gut, dann nimm halt die Mega-Abkürzung und spring einfach runter. Ach, hier ist doch bestimmt irgendwas. Natürlich darf der Yachthafen auch nicht fehlen, der gehört wahrscheinlich auch noch dem. Er erinnert mich gerade... Oh, ich dachte schon, das wären Schüsse. Erinnert mich sehr an das, Brücke kommen wir nicht rauf. Nee, wir müssen... Doch, können wir. Also zumindest können wir rüberschwingen. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme. Pass auf. Ich pass auf. Ja, pass mal auf, ich mach das nicht vorher, ich mach das während des Springs. Jim Ronnie. Super geil. Mann, warum springt denn der nicht? Ich. Hallo. Daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Ha, gesehen? Ja. Schlecht. Für den zweiten Anlauf. Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Ja, das ist gut. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Ach, soll ich hoch? Ja, wahrscheinlich, ne? Am höher kann ich nicht. Ah, okay. Okay. So. Lal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 
Okay, dieser Kletterhaken kommt so, also, Moment, wie mache ich das? Kommt anscheinend ganz schön oft vor, also, finde ich geil. Moment, Moment, da, okay. Hoppala, runter und jetzt nach links. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon wie? Gut, niemand bin... mag Angeber. Ja, wie, wo bin ich denn? Hä? Okay, na los, Nathan. Ach so, na ja, gut, kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Wow, Alter. Hinter dir. Okay. Okay, nochmal neu. Okay. Ganz da hoch, oder? Ich meine, wo gehst du denn gerade hin? Ach, ich muss mich rüberschwingen. Zum Schwingen vorwärts gedrückt halten. Na, okay. Ja, Kollege, du musst da weggehen. Warte. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Alles klar. Okay, wir können. Okay. Dann würde ich sagen... Oh, Zitronen. Würde ich sagen, mit dieser Aussicht verabschiede ich mich bis zum nächsten Part von Uncharted 4, A Thief's End. Oh, da fährt sogar ein Auto rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch, abonnieren, Kommentar schreiben. Hilft mir sehr, freut mich sehr. Und sonst wie immer, I'm Jay. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.